Ich habe jetzt nur das mitgenommen, ne? Das habe ich jetzt vergessen. Was fehlt denn da dann? Ziege, okay. Ja, wie gesagt, Marktplatz ist da vielleicht kein großer, vielleicht würde ein kleiner reichen. Einfach um das Gebiet hier ein bisschen zu vergrößern. Ja, Diamanten würde ich gerne mit einschließen. Zack. Ja gut, jetzt kann ich wieder nichts bauen, weil mir Holz fehlt. Nee. Ich muss Werkzeug nehmen. Das ist leider ein dezentes Problemchen. Ich brauche auch oben Werkzeug. Für einen Marktplatz. Bestens so einen. Zahlt sich fast nicht aus, ne? Schon relativ... Ja, wobei... Das würde einiges bringen. Dann könnte ich zumindest da mal was hinbauen. Aber natürlich fehlen dann den Leuten ein paar Bedürfnisse, die ich dann oben wiederholen müsste. Mhm. Ich schau mal, wenn wir unter eine gewisse Grenze fallen, kann ich ja das immer noch bauen lassen. Wo ist denn das Schiff jetzt? Ich sehe das hier nicht. Ah, da. Kapitän auf der Brücke. So, wie man es tut. So. Wir brauchen... Okay, Werkzeug haben wir. Wir brauchen was anderes. Ziegel sollten wir noch dabei haben, oder? Nee, Ziegel sind auch schon weg. Okay, wir brauchen... Somit brauchen wir jetzt... 6 Holz, 4 Ziegel und 4 Werkzeuge. Kann sofort losgehen. So, 6 Holz. Und 4 Ziegel. Ein bisschen Werkzeug. So, es passt. Und für das brauchen wir 6 Ziegel und 3 Holz. Okay. Kann sofort losgehen. 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, es sollte reichen. Passt. Und Werkzeuge haben wir... Ja, gut. Werkzeuge sollten wir sowieso genug haben, weil wir die unten ja selbst produzieren können. Da haben wir auch schon wieder 16. Das heißt, die Werkzeuge können wir eigentlich ablegen hier. Kapitän auf der Brücke. Wer auch immer die Werkzeuge stiehlt. Kapitän auf der ich glaube, die Bewohner selber, die brauchen das. Einen gewissen Grad. Es ist nötig, dass sie etwas besitzen. Okay, hier geht dann nichts mehr. Gut, hier kann ich noch... Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Eisenmine? Oh. Die Eisenmine stellt keine Waren mehr her. Das ist aber nicht gut. Ach so. Ah, das in dem Fall schon. In dem Fall ist es noch okay. Ahoi. So, was fehlt dem? Dem fehlt eigentlich eh nichts. Bisschen Holz. Warte auf Anweisung. So, kann ich hier das bauen oder muss ich das jetzt ablagen? Nee, das kann ich eigentlich bauen sogar. Okay, ich muss doch abladen. Okay. Na gut. Wo ich das hinbaue, ist eigentlich egal, ne? Es muss dann nur in dem Bereich von der Hütte sein. Okay, so, das läuft schon mal. So. Da haben wir eine Lehmgrube. Diamanten können wir dann noch abschürfen. Hier wächst der Tabak. Ja gut, jetzt können wir eigentlich eh nur mehr... Achso, man kann... Ah, man kann es verschnellern, genau. La. Warte. Ja, da braucht jetzt einiges. Weil hier kann ich es Dauer verschnellern. Okay.
Na gut, dann lassen wir es mal laufen. Warte auf Anweisung. So. Ein Tabak, 3 Tonnen Tabak brauche ich, glaube ich, ne? 3 Tabaktonnen habe ich da irgendwo mitbekommen. Ja, ich habe das ein bisschen verlegt, damit hier nämlich, wenn ich jetzt hier noch was hingebaut hätte, dann hätte der Typ hier noch einen dritten Betrieb zum Abholen. Und da denke ich mir immer, okay, bevor der jetzt noch einen dritten Betrieb abholen muss und dann vielleicht verzögert sich hier irgendwas, dann denke ich mir, oh, machen wir es lieber anders. So, der ist noch nicht ganz ausgelastet. Mit dem Abholen könnt ihr schon noch ein bisschen warten. Tabak raucht aber eh keiner hier, ne? Warte auf Anweisung. Das gehört ja meinen Leuten. Was der Typ sich auch verspäten muss. Mal gucken, wie spät es ist. Ah, ich glaube, wir spielen schon über eine Stunde hier das Teil. Aber naja. Tabak. Ich will Tabak. Junge. Ich brauche wahrscheinlich zwei Tabakfabriken. Also zwei Tabakfabriken. Zwei Tabakplantagen. Die bringen zu wenig. Mein Lieblingsenergietrink. Ohne Kohlensäure. Viele würden mich dafür verfluchen, sowas, dass man sowas überhaupt trinken kann. Es kann sofort losgehen. Aber ich mag das. So. Der Betrieb ist eingestellt. Das heißt, hier gibt's. Oh, hier gibt's noch Fleisch. Das könnte man noch abholen. Der Betrieb ist eingestellt. Hier sollte es kein Fleisch mehr geben. Das könnten wir theoretisch verkaufen. Kümmert euch nun endlich um den Tabak für meine Gäste. Ich möchte nicht, dass es ihnen an etwas mangelt. Ja, jetzt kann ich es verkaufen, weil ich es nicht hier habe, aber ich glaube, das zeigt mir auch gar nicht an. Einer hatte mal erschossen. Ich guck mal kurz. Warte auf Anweisung. Wenn ich das hier ablege. Oh! Was haben wir denn da? Tabak. Tabak. Nun ja, schmeckt etwas scharf. Meint ihr nicht auch? Okay. Sehr ärgerlich, dass Herr Castelli noch immer nicht zurück ist. Vielleicht kümmert ihr euch auch gleich um den dritten Gang. Ragout vom Bären, gewürzt mit Wacholder. Alter. So, Bäreninsel. Hat er irgendwas gesagt? Gibt's irgendwo? Ja. Aber ich weiß nicht wo. Warte auf Anweisung. So, dann nehme ich mal mit wieder. 6-4. Es kann sofort losgehen. Achso, die Flammen. 6-4. 1, 2, 3, 4. Und eine Jagdhütte. 2 noch dazu. Warte auf Anweisung. So. Kapitän auf der Brücke. Dann fahre ich gleich unten und hol es von hier. Ausgeführt. So, der schläft wieder. Dann nehme ich auch das Fleisch wieder mit. Na, lieber nicht. So, jetzt kann ich gleich mal schauen, wie viel man braucht, werkzeugmäßig. 2 Werkzeug und für das Kontor zum Bauen. Warte auf Anweisung. 2 Werkzeug, 4 Werkzeug. Aber wir haben zu wenig Holz mit, glaube ich. Wir haben nur 6 Holz mit. Wir brauchen schon 6 alleine für das Teil hier. Kapitän auf der Brücke. Es gibt hier genug Holz. So, jetzt habe ich wieder vergessen, wie viel
Genau, jeweils 2, genau. Und fürs Konto-Dings 2, 2, 2, 6. 6, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es kann sofort losgehen. Das Fleisch kann ich ja nicht mitnehmen. Tut mir leid. So, wo waren jetzt nochmal die Bären? Hier sind Zebras. Wir haben die Insel, haben wir schon erforscht. Die hat so grundsätzlich gar nichts, ne? Was ist hier? Komische Rindtiere, Büffel und so, also ist komplett was anderes. Was zum Teufel waren die Bären im Sinn? Auch nicht die Bäreninsel. Wo ist denn die Bäreninsel? Fahren wir hier hoch? Bin ich blind? Ich weiß, dass er irgendwann mal was von einer Bäreninsel gesagt hat, aber hier sind Wölfe. Hier sind Fuchs. Die sind ziemlich groß, die Füchse hier. Das wäre ein typischer Bärenwald, aber hier sind keine Bären, hier sind nur Büffel. Das ist sehr komisch. Ich fahre mal durch diese Insel hier durch. Also durch das X hier. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ziegelei, das ist nicht gut. Gut, das ist aber nur nicht gut, weil hier keiner kommt, der es abholt. Und weil es voll ist. Damit kann ich leben. Damit kann ich leben. Ja genau, was ich vorher noch sagen wollte. Ich habe ja jetzt gerade vor Vote schon aufgenommen und dann... Das ist nicht die Bäreninsel. Ich habe vorher Vulture aufgenommen und dann habe ich noch vor, dass ich jetzt nach Anno dann zum Beispiel noch Stories Pass of Destinies aufnehme, wobei Anno wahrscheinlich jetzt ein bisschen dauer wird, weil ich ja noch ein paar andere Missionen mache. Also ich würde schon noch gerne ein Szenario würde ich schon noch gerne mitnehmen. Ich muss mal etwas trinken. Interessanterweise rede ich bei Anno ziemlich viel. Sollte mehr Strategiespiele spielen. Merke ich gerade. Wobei bei Strategiespielen ist bei mir das Problem, ich kann nichts erklären. Ich kann es zwar spielen, aber ich kann es nicht erklären. Das ist auch nicht die Bäreninsel. Das war auch nicht. Kann ich Bärenfleisch kaufen? Die Trommeln haben schon von deiner Ankunft berichtet. Oh nö, kann ich nicht. Okay. Warte auf Anweisung. Dann fahre ich mal hier hin und guck mal, was hier so gibt. Das sind halt auch keine Bären. Ich müsste halt Bären sehen, damit ich... da was baue drauf, weil sonst baue ich unnötig. Eine Produktion kommt. Dieses Eiland ist völlig öde. Ihr müsst weitersuchen. Ja, mache ich ja schon. Hiss die Segel! Es gab irgendwo Bären. Das hat er auch gesagt, aber ich weiß nicht wo. Ich werde euer Kontor von jetzt an öfter ansteuern. Das war... Oh, das brauche ich nicht.
Rinder sind echt unspannend. Vielleicht sind Rinder, also sind Gorilla-Bären. Ich weiß es nicht. Also in meiner Welt nicht, aber vielleicht in... Oh, da gibt es ganz viele Krabben und wie riesig die sind, die könnte man auch essen. Also das... Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ja, das ist nicht so tragisch. Könnte man kurzzeitig mal beenden, weil er ja... Ja, warte, ich kann ja, kann ich nicht? Aber ich spiele schon eine Stunde. Ja, am Anfang haben wir das entdeckt, ne? Nicht so, Insel. Interessiert sich nicht für die Bären auf dieser Insel. Schau mal. Wir sind vorher so lang gefahren, ne? Das heißt, es müsste eine von den oberen Inseln gewesen sein. Warte auf Anweisung. Wird ausgeführt. Genau, wir sind hier runtergefahren. Das heißt, ich fahre jetzt mal hier hin, weil dann... Nein. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Sind und bleiben Gorilla. Ja, das mit den... Der ist zu langsam, der kommt nicht voran. Der kommt da nicht an gegen. Kann aber keine zweite so ein Ding bauen, weil da fehlen Ziegel und Ziegel kriege ich automatisch nicht. Ich glaube eh, dass hier haben wir jetzt eh fast das Maximum ausgeschöpft an Siedlerhäusern. Man braucht, bräuchte man nicht, aber ich hab's gern. So. Das geht auch noch. Na, fahr ein wenig schneller, Junge. Na, ich kann mich noch erinnern, wir waren so circa, und dann sind wir hier runtergefahren, ne? So runter, ins Eck, und dann hier so entlang. Und dann hat er bei irgendeinem dieser Inseln gesagt, ah, da gibt's Bären, aber ich weiß nicht mehr, was für eine Insel das war. Theoretisch, wenn ich mir das anschaue... Eine Insel wurde entdeckt. Das ist die hier unten. Da ist nichts zu holen. Aber auf der nächsten sind Tiger. Das ist dann die. Hier gibt es dann nichts. Tiger. Hier gibt es nichts. Da müssten hier Bären sein. Es kann sofort losgehen. Ahoi. Tiger. Ne, den Schimmerman. Schauen wir mal. Was droht das Klima? Das Klima dieser Insel. Nicht sehr bärig. Muss hier sein. Das Bärenragout lässt aber ganz schön auf sich warten. Unerhört, uns hier vor leeren Tellern sitzen zu lassen. Entschuldigung. In die Wanden, Männer. Versuch gerade herauszufinden, wo sich die Bären befinden. Ja, wahrscheinlich sind das E-Bären hier. Das wissen die ja gar nicht. Das können die ja gar nicht wissen, was Bären sind, was nicht. Weil normalerweise müsste man schon welche sehen. Na, weiß ich nicht. Fahren wir mal hoch. Boah, langsam werde ich schon müde. Das war nicht gut.
haben wir so kleine Probleme. Das war auch bei der Runde wieder so. Bei Anno. Die Jahreszahl, die merke ich mir einfach nicht. Und derweil brauche ich nur rechts auf den anderen Bildschirm schauen. Da ist die X-Tree offen. Und da steht's Anno 1701. Aber ich kann es mir nicht merken. Und da bin ich auch nur zu blöd hinzuschauen. Ne? Also, das, ja. Was soll man da so machen? Ah, vielleicht werde ich nach der Runde hier, glaube ich. Ich glaube, ich werde nur diese eine Aufnahmesession hier machen und dann. Ich spiele jetzt eh schon wieder. Wir sind schon über eine Stunde wieder. Boah, das ist. Boah, wie eine Mission. Das ist wie bei Siedler. Wo es so wirklich 10 Minuten, 20 Minuten, halbe Stunde. Dreiviertelstunde, Stunde, eineinhalb Stunden, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, drei Stunden und so weiter. Geht immer weiter, umso mehr Missionen. Das ist echt. Das war echt grausam. Es kann sofort losgehen. Ist hier. Sind hier Bären? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das ist definitiv ein Gorilla. Spiel gesichert. Danke. Warte. Boah, ich Idiot. Müsste das? Nee, das geht nicht. Schade. Schlimme ist, wir haben hier nämlich Insel. Wir haben hier die Tigerinsel. Dann sind wir hier lang gefahren. Das heißt, wir haben da die Insel entdeckt. Nee, hier sind diese komischen. Doch, hier gibt es Bären. Warte auf Anweisung. Hier gibt es Bären. Die Frage ist, ob wir die töten dürfen. So, jetzt gucke ich mal, ob es hier wirklich keine Bären gibt. Oh, gut, dass ich nichts gebaut habe, ne? Nee, das sind alles. Nee, das sind alles Büffel. Das sind keine Bären. Das habe ich schon richtig gesehen. So. Na gut, dann. Ich weiß nicht, ob wir bauen dürfen bei dem. Seht dort! Bären in Hülle und Fülle! Ja. Wenn Bleichgesichter und Irokesen auf die Jagd gehen, werden die letzten Bären bald verschwunden sein. Der Tonka schlägt dir einen Tausch vor. Bring uns stattdessen diese gehörnten Tiere, die dir als Nahrung dienen. Dann darfst du die heiligen Jagdgründe der Irokesen betreten. Okay. 3 Tonnen Rinder. Wie kann ich Rinder abliefern? Einfach Fleisch oder... Es ist im Prinzip Nahrung, die Frage ist nur. Erst die gehörnten Tiere, dann die Bärenjagd. So war es abgesprochen. Dieser Spieler möchte mit ihnen Rinder handeln. Kann ich 3 Rinder von dem kaufen? Sagt, was ihr benötigt und ich liefere es euch nach Hause. Jetzt Nahrung und Rinder ist was Eigenes. Ja, das sehe ich auch gerade. Wenn du uns die gehörnten Tiere gebracht hast, darfst du unsere Bären jagen.
Okidoki. Ich weiß nur nicht, wie ich Rinder. Warte auf Anweisung. Im Überfluss haben kann. Ah, ich weiß schon was. Also war da wohl nicht möglich. Hier auch nicht. Toll, wie kriege ich jetzt Rinder? Kann ich den Betrieb kurz einstellen und dann sagen, okay. Hole ich hier ein paar Rinder ab? Oder hier? In eurer Stadt ist es so stickig. Wir bleiben lieber auf unserem Schiff. Ja, mach das. Mach das, mach das. Hier kann ich die Rinder nur... Das ist strange. Vier. Dann warte ich noch. Vielleicht kommt hier noch ein fünftes. Oh, ich glaube, das ist ein Spot. Eine Produktion kommt zum Erliegen. So. Und jetzt? Wie kann ich jetzt Rinder verschiffen? Eine Produktion kommt zum Erliegen. Na komm schon. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Okay, das muss ich jetzt googeln, weil es... Ich weiß es eigentlich ganz ehrlich gesagt nicht. 1700... Also, ja. Anno 1701. Rinder liefern. Ich kann nicht in den Indian... Das ist perfekt, genau das. Aber ich muss jetzt speichern... Ich muss jetzt kurz das hier machen. Weil... weil mir sonst... Ich weiß, es ist blöd. Aber... Wir haben nur mit 9000 Gold und ich hoffe, das muss ich ausgehen. So, ich kann die Rinder oder was auch immer ich ihn liefern soll auf dem Schiff nicht laden. Wenn ich dann aber zu den Indianern fahre, kann ich es dann... Ich bin schon total frustriert. Also in anderen 1500 kann man Völker, die kein Konto bauen, mit dem Scout beliefern. Sowas sollte doch auch in 7... Nur wer nichts tut, wir kommen von wenn du genau wie... Welchen Indianer meinst du? Den Azteken oder die Irokesen, die fremden Völker kaufen nur bestimmte Waren. Es ist bei dem Szenario 4 und bei 6. Weiter bin ich noch nicht. Ich habe auch Rinder geladen und kein Rindfleisch, aber er will's nicht. Oder nimmt's nicht. So. Ich krieg die Rinder nicht hoch. Ansonsten die Rinder auf das Schiff laden und zu Tetonka fahren und dort die Rinder abliefern. Mit welcher Version spielst du denn? Das hast du es gepatcht? Sag mal. Könnte.
Guter Patch sollte eigentlich sein. Ich Scheiße, ist das blöd. Ich weiß nicht, wie ich Rieder laden kann. Die laufen da jetzt nämlich einfach nur rum. Ich kann sofort losgehen. Aber ich kann nicht aufladen. Okay, wir haben nur ein Schiff. Ja, gut. Okay, es gibt viel zu tun. Lesen Sie. Ja, gut, das. Okay, das ist jetzt nicht wirklich das Prickelnde. Boah, shit. Gebäudeausbau könnte ich machen. Glaube ich aber nicht, dass ich den brauche. Was ist, wenn ich eine Farm hier abreiße? Okay, ich mach mal hier. Ich mach mal schnell den hier. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ich beende kurz die Aufnahme, google mal ein bisschen rum, was man da machen muss. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Also, tschüss, bis dann und baba. So, meine Lieben, da bin ich wieder. Ich habe schnell gegoogelt, wie das funktioniert. Ganz easy. Ganz easy. Fleischerei haben wir vorsichtshalber schon deaktiviert. Das passt ja ganz gut. Fleischerei wurde deaktiviert. Jetzt einfach folgendes. Man baut einen Weg. Ein Brand zerstört ihre Siedlung. Was? Das Bärenragout lässt aber ganz schön auf sich warten. Was zum Teufel? Uns hier vor leeren Tellern sitzen zu lassen. Muss erforscht werden? Können die das löschen? Ja, die können das. Oh Gott, die können. Zum Glück können die das löschen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Naja, ist egal. Sind die jetzt alle da? Sind die? Ah, wunderbar. So, jetzt geht das. Jetzt kann ich die drei Stücke abladen. Das. Ja, also deaktivieren, dann einfach einen Weg bauen, damit die Rinder abgeholt werden können. Und fertig. Dann könnt ihr das machen und dann könnt ihr zu den Zonkers fahren. Und jetzt könnt ihr es hier auch wieder aktivieren. Damit die Rinder abgeholt werden. So, haben die es gelöscht? Erst die gehörnten Tiere, boah, dann die Bärenjagd. So ja, war es abgesprochen. Uiuiui. Ui, ui. Die sind nicht sehr froh. Das ist für alles gesagt. Nee, das kann ich mir nicht leisten, also. Machen wir es zu. Was passt schon? Sind sie ganz froh darüber? Das ist okay. So, ja, fehlt halt Tabak und alles. Ja, Tabak, Alkohol und alles fehlt ihnen. Schule oder Universität? Gut. Gut, Schule könnten wir machen. Das müssten wir woanders machen, weil wir hier keinen Platz haben. Hier geht's aber nicht. Hier auch nicht. Wie sieht's hier? Hier geht's leider auch nicht. Okay. Ist blöd. Ist blöd. Es kann sofort losgehen. Eine Position. Wir sind gerne bereit, was wir haben, mit dir zu teilen.
Jo. Du hast deinen Teil der Abmachung erfüllt, Bleichgesicht. Also werden auch die Irokesen ihr Wort halten. Es steht dir nun frei, hier Bären zu jagen. Ja, Bären. Gucken wir mal. Ja, wir bräuchten ein Schiff, das hin und her fährt. Es hilft einfach nichts. Wir bräuchten ein Schiff, das hin und her fährt. Dann könnte ich hier nämlich anfangen. Gut, wir könnten schon mal eine Zuckerrohrplantage bauen. Das würde theoretisch ja schon gehen. Dass wir jetzt natürlich keine Rumpenerei bauen können, ist natürlich was anderes. Kapitän auf der Brücke. Eieiei. Okay. Bevor jetzt wieder einer das Werkzeug nimmt, baue ich schnell einen Jäger. Ich baue den hier oben hin. Mitten ins Gebiet rein. Sehr geil, natürlich. Da werden sie sich freuen. So. Dann fahre ich schnell runter, hole hier ein paar Sachen ab, damit ich oben schnell was bauen kann noch. Damit wir vielleicht die Leute fröhlich stimmen können. Ja. Das Bärenfleisch braucht sehr, sehr lange. Ja, wie gesagt, ein Schiff, das hin und her fährt, wäre geil. Das muss ich ehrlich zugeben. Es müsste ein Schiff sein, das hin und her fährt, das war supi. Wenn das alles erfüllt ist, dann passt's ja, ne? Wie sieht's hier aus? Es geht eigentlich. Da könnte man noch eine zweite Tabakplantage bauen. Dann wäre das Ding zu voll ausgelastet. Was wäre dann noch interessant? Ah genau, das wurde auch gesagt, dass man das machen kann. Man kann Stoffe handeln mit den Irokesen hier. Komm und setz dich zu uns ans Feuer. Aber... Na wobei, die wollen ja gar keine Stoffe. Eisenwaren wollen die sehr viel. Die könnte ich theoretisch... Weißt du was? So. Kann ich das hier abholen lassen? Und kann die verkaufen. Ah, das Schiff ist schon da. Ahoi. Tabak braucht eh keiner. Ich nehme auch ein bisschen Werkzeug weg. Das braucht nämlich eh auch keiner. Das könnt ihr auch produzieren. So ist es ja nicht. In die Wanden, Männer. Dann bringe ich das hier gleich mal hoch. Was kauft denn der? Sagt, was ihr benötigt und ich liefere es euch nach Hause. Der kauft Alkohol, Tabak und Rinder. Na gut, Rinder ist schlecht. Rinder brauche ich selbst. Fleisch ist schon da. Wunderbar. Kannst du aufhören? Fleisch ist da. Mehr brauche ich nicht. So, ich kann auch schon hochfahren. Ich will nur schnell das Haar abliefern. Ist blöd, sowas zu bauen hier. Ich weiß. Aber dann kann man das schon mal vorsichtshalber abholen. Warte auf Anweisung. So, dann laden wir das alles. Ahoi. Schick das Schiff hier hoch. Und wir bauen schon das. Ich weiß, wir brauchen es nicht. Ich bin mir der Sache bewusst, dass wir das nicht brauchen.
Das ist gerade schwer zu überlegen. Ich glaube, so ist ganz okay. So, dann haben meine Leute jetzt zumindest mal Alkohol. Herr Castelli ist noch nicht wieder zurück. Nö. Dann warten wir hier so lange. War klar. So, 6000, es wird immer weniger. Das ist halt das Problem, was ich gerade habe ein bisschen. Kauft irgendwer Nahrung? Sagt, was ihr benötigt und ich liefere es euch nach Hause. Kauft irgendwer... Sagt, was ihr benötigt und ich liefere es euch nach Hause. Sachen, die ich nicht hergeben will, kauft der und der kauft. Der Tonka ist erfreut über deine Ankunft. Kauft ja alles, ne? Handelswaren... Ziegelsteine will er kaufen. Gut. Kann man überlegen, ob man nicht vielleicht mal ein Stück bringt. Ah ja, jetzt haben wir auch die Eisenbahn hier. Überfordert ist keiner hier, ne? Ah, ist noch ein bisschen. Ah, warte. Ui. Es kann sofort losgehen. Und geht schon los. Wir müssen uns sehr, sehr beeilen. So, normalerweise müssten die Leute, genau, sie haben jetzt Alkohol, das heißt, sie sind wesentlich erfreuter. Ah, Moment, Schule könnte ich noch bauen. Kostet 20 vielleicht. Ja, die kann ich nur nirgends hinbauen. Forschung möglich, ja. Ja, das kann ich mir gerade nicht leisten. 200 Goldmünzen. So, die sind gleich nochmal erfreuter. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Das Bärenragout lässt aber ganz schön auf sich warten. Es kommt schon, es kommt schon. Hier vor leeren Tellern sitzen zu lassen. Ja, halt die Fresse. Also ich sehe schon, bams, Mission fehlgeschlagen, weil ich zu lange gebraucht habe. Es leben nun Bürger in ihrer Stadt. Oh. Ja, weil alle Bedürfnisse erfüllt sind. Ja. Ahoi. Es ist okay. Sie sollen sich nur nicht zu viel wünschen. Das Ragout war zwar etwas mild gewürzt, aber durchaus wohlschmeckend. Ui, da ist er. Gerade noch rechtzeitig. Na, habt ihr meine Gäste auch gut versorgt? Wehe, wenn mir Klagen kommen. Alter. Ah, Herr Castelli, endlich treffen wir uns persönlich. Die Bewirtung durch Ihren Stellvertreter war wirklich exzellent. Nun sind wir in der richtigen Stimmung, zum offiziellen Teil des Besuchs überzugehen und von geschäftlichen Dingen zu sprechen. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Die vollen Mägen sollten die Delegation zufrieden und träge machen. Dem Geschäftsabschluss steht nichts mehr im Wege. Und das, ich muss es neidlos anerkennen, war auch zum Teil euer Verdienst. Das ist zum Teil. 100%, Junge. Ich meine, weißt du, der kommt zurück. Ja, habt ihr meine Gäste auch ordentlich bedient? Alter, wir haben seine ganze Stadt ausgebaut. Mit den paar Dorfbewohnern, die der hatte, könnte er gar nichts machen. Eieiei. Oh, aber ich glaube fast, wir werden das Ganze hier, ich werde mir das noch überlegen, vielleicht lassen wir die Szenarien hier wirklich weg und machen vielleicht, wie gesagt,
alle, es ist alles vielleicht, aber vielleicht machen wir nur die Kampagne vom 1701er, vom DLC, vom versunkenen Drachen oder so, keine Ahnung wie es heißt, aber von dem nur die Kampagne. Und dann hätte ich noch vor, von 1404 die Kampagne zu machen und dann mit Anno so eigentlich aufzuhören. Also, die anderen 18 irgendwas und 16, die geben mir nicht viel. Oder 15, 16 oder 15 und 18, irgend sowas. Aber die beiden geben mir nicht viel. 14, 4 und 17, 1, die kann man machen. Die anderen, nee, nicht wirklich. Okay. Also überlege ich mir noch, vielleicht haue ich die Szenarien trotzdem nochmal irgendwann raus. Aber ich habe jetzt schon über eine Stunde hier versenkt wieder an diesem Szenario. Also man sieht, ich kann Anno total. Jetzt schaue ich mal kurz auf die Uhr, weil vielleicht mache ich was anderes. Ja, ich werde jetzt noch eine Runde Stories Pass of Destiny machen. Einen Schicksalsweg durch und dann gucken wir mal. Okay, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Baba.